Hallo und jetzt kommst du zu diesem Video. Heute ein Film, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Und zwar Beau ist Afraid. Der neue Film von Ari Aster lief bei mir natürlich nicht im Kino. Wie gesagt, erscheint er oder ist jetzt digital erschienen und erscheint auch in Kürze, ich glaube, sogar ein Mediabook von diesem Film, also auf Blu-ray und DVD und UHD natürlich erscheint er. Ja, wie gesagt, der neue Film von Ari Aster. Ich bin ein großer Freund der Filme von Ari Aster. Wie gesagt, ist ja jetzt sein dritter Spielfilm, den er gemacht hat hier. Er hat ja Hereditary gemacht und Midsommar. Ja, ich denke mal, da wird einigen Begriff sein. Sind natürlich Filme, ja, die nicht jedem gefallen. Das weiß ich. Und ich glaube, Beau is Afraid wird ein Film sein, der noch weniger Leuten gefällt. Es ist ein sehr, ja, wie soll ich sagen? Also, das ist ein. Kein Film für jedermann. Also wer jetzt schon bei Hereditary und Midsommar seine Probleme hatte, der wird hier komplett aussteigen. Sage ich mal so, wie es ist. Ja, fangen wir jetzt mal an. Worum geht's denn überhaupt in Beau is Afraid? Ich lese euch das mal lieber vor, weil das klingt alles sehr, sehr strange. Schon die Beschreibung, ja. Beau lebt in einer beängstigenden Welt mit regelmäßigen Besuchen beim Therapeuten und einem Vorrat an Pillen hält er seine Ängste in Schach. Bis sich eine Reise zu seiner Mutter zu einer bizarren Odyssee entwickelte und alles von seiner fraglichen Psyche fordert. Auf dem Weg in die Heimat scheint Beau zunehmend den Verstand zu verlieren und findet sich in einer Welt zwischen Traum und Wirklichkeit wieder, die ihn mit seinen dunkelsten Ängsten konfrontiert. Mein Gott. Das ist so die Beschreibung von diesem Film. Mehr will ich auch eigentlich gar nicht verraten von dem Film. Oder besser gesagt, es gibt gar nicht so viel zu verraten bei dem Film, weil uns Ari Aster hier doch sehr alleine lässt. Sehr, ja, viel Spielraum lässt. Er erklärt den Film eigentlich in der Anfangsszene. Das hat er auch bei Midsommar schon gemacht. Da sieht man den ganzen Film, müsste man darauf achten, bei Midsommar im Hintergrund, bei den Bildern schon ziemlich viele Szenen, die später kommen. Hier ist auch der Film. Schon in einer der ersten Szenen, sage ich mal, wird schon, ja, oder ich sage mal, die grundlegende Sache erklärt, worum es eigentlich so hauptsächlich in diesem Film oder ja, geht, wenn man es das so sagen könnte, weil es ist doch sehr schwierig, was uns hier Ari Aster in diesem Film sagen will. Darum ist es auch wirklich sagen, sein schwergängigster Film, also der am schwersten zugänglich ist. Ich sag mal, Midsommar finde ich, ist so sein Film, der am zugänglichsten ist. Der hat schon die Geschichte, kann man halt sehr schnell kapieren, worum es geht oder was er uns da erzählen will. Hereditary ist eigentlich, ja, da so, muss man sich hinterher ein bisschen belesen, was für ein Fluch oder nicht Fluch, diesen. Ja, worum es da ging, ja, dieser Dämon, sage ich mal, oder um den es da ging, diese Rituale sozusagen, was das damit auf sich hatte, damit man das besser versteht, war es cool, wenn man sich da ja ein bisschen informiert hat hinterher, ja, weil sonst hat man auch manchmal ein Fragezeichen gesessen und hat, hey, wieso war es denn jetzt so und so, ja, das kann man jetzt hier aber auch nicht machen bei dem Film, bei Beau is Afraid. Film, Beau übrigens gespielt ja von Joaquin Phoenix hier wieder perfekt. Also er ist ein guter Schauspieler, müssen wir einfach sagen. Ist klar, hat er schon in vielen Filmen bewiesen. Hier auch wieder, er kann so diese Psychopathen einfach super spielen, muss man einfach mal sagen, ja. Also da kann man auch von Ari Aster, ja, kann man auch nichts kritisieren an diesem Film. Schauspiel wieder hier top ausgewählt, die Schauspieler, Schauspiel auch top. Das ganze Szenenbild ist top, die ganze Kamera, Musik, der Aufbau, das kann der einfach. Das ist wirklich auf alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Die Sache ist jetzt, lässt man sich auf diesen Film ein? Denn, wie gesagt, ich habe ja gesagt, er ist nicht für jedermann. Und es ist sehr schwierig, hier diesen Film zu folgen, weil vieles ist ja sehr skurril, sage ich jetzt mal. Die ganzen, das sind Aneinanderreihen von Szenen, die sehr skurril sind. Oder die Reise von Beau ist halt sehr skurril, auch visuell dargestellt. Ja, man, wie gesagt, er hat ja seine Psyche, er hat Angstzustände und das sehen wir halt einfach. Ich sag mal so, ich will jetzt hier nicht groß spoilern, aber wie gesagt, in seine Nachbarschaft, die wird halt, da denkt man erst so, ist das da irgendwie, was für eine Welt spielt das da? Ja, das ist ja nur Gewalt in seiner Umgebung, aber er nimmt es halt so wahr, weil er so Angst hat. Ja, also bestes Beispiel auch so, wie skurril dieser Film ist, dort in seiner Gegend treibt ein Massenmörder sein Unwesen und der ist immer nackt. Mehr muss ich jetzt, glaube ich, nicht dazu sagen, ja. Wie gesagt, man weiß halt immer nicht, was ist jetzt wirklich so Fiktion, was ist Traum. Viele Sachen sind definitiv Traum. Wir haben auch so eine Szene nachher, die sind wie so ein Theaterstück, so mit Pappbäumen und sowas alles. Also das ist,
Der Film ist sehr skurril, hat auch wirklich Szenen, wo man sich wirklich so an den Kopf fasst, hat auch ein paar krasse Dialoge an sich. Das Ende ist vielleicht auch nicht so versöhnlich. Ich musste auch noch mal ein bisschen nachlesen, um dann nachher, weil man ist so ein Film, man sitzt nachher da einfach und sagt sich so, was habe ich hier gerade gesehen? Was war das jetzt eigentlich hier? Ja, was habe ich jetzt gesehen? Ja, also da. Es gibt diese Filme immer mal wieder und ich gucke so eine Filme auch gerne, bin ich ganz ehrlich, wo ich mich dann vielleicht nachher noch mal ein bisschen ja, nachlesen muss, ein bisschen nachgucken muss, was wollte mir der Regisseur jetzt da sagen oder was gibt es für Interpretationen des Films oder das Gesehene. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Es ist so ein Film, man sitzt hinterher da und weiß gar nicht, was man jetzt sagen soll irgendwie. Oder ja, am besten ist, wenn man ihn nicht alleine guckt, denn der andere auch so fraglose, der fraglose Blick, so ihn ein und dann man ein bisschen darüber noch redet und diskutiert. Das finde ich ja immer cool an so einem Film. Und ich würde jetzt mal so behaupten, es ist nicht der beste Film von Ari Aster. Von den drei Filmen finde ich die anderen beiden stärker auf jeden Fall. Finde ich, bin immer noch von Hereditary, ist immer noch so mein absoluter Lieblingsfilm. Dann kommt Midsommar und ich würde jetzt hier den an Platz 3 setzen von seinen Filmen. Ich gebe ihm trotzdem noch eine 4 von 5, definitiv, weil ich ihn wirklich, ja, trotzdem irgendwie interessant und gut fand. Und jetzt schläft hier der Hund, ich weiß nicht, ob man das hört. Der träumt schon wieder. Und der liegt hier unter dem Tisch. Aber. Ja, trotzdem fand ich das irgendwie wieder faszinierend, weil es mal so was ganz anderes ist. Das heißt natürlich nicht immer, dass es gut ist, wenn es was anderes ist. Ich kann wirklich jeden verstehen, der sagt, das ist mir einfach zu blöd, was ich da gesehen habe. Weil es gibt nachher noch, ich will wie gesagt nicht spoilern hier, sehr andere skurrile Szenen mit, ich sag nur Dachboden, was man da findet, will ich jetzt hier auch an dieser Stelle gar nicht verraten, aber es, ja, sehr skurril und sehr viele Fragezeichen. Film geht auch ganze 3 Stunden. Das muss man auch beachten. Kann ich verstehen, wenn einer sagt, ein bisschen zu lang. Ich fand ihn jetzt ja irgendwie nicht zu. Also, ja, es hat irgendwie gepasst. Ich glaube, Ari Aster wollte sogar eine 4-Stunden-Version des Films machen. Ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu extrem gewesen. Aber für Filme, also für Leute, die Bock auf sowas haben, Bock auf sich auf sowas einzulassen und ja, für die ist es auf jeden Fall, was würde ich sagen? Ja, es ist schwierig, den Film einzuordnen. Auch mit der Wertung, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich finde ihn trotzdem toll, nicht überragend. Trotzdem, wie gesagt, diese 4 von 5. Wenn ihr diesen Film gesehen habt, schreibt es mir wirklich gern unten in die Kommentare. Ich will es gerne mal wissen. Hat er euch gefallen? Ich weiß, habe auch so mitbekommen, dass wirklich viele, die auch die anderen beiden Filme mochten von Ari Aster, jetzt hier gesagt haben, das war jetzt wirklich nicht so meins. Kann ich alles aber verstehen. Kann ich alles nachvollziehen. Aber schreibt es mir gern unten in die Kommentare. In diesem Sinne soll es auch an dieser Stelle wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.